Hier ist der Antrag der Fraktion der Piraten zeitlich vor dem Antrag der übrigen Fraktionen eingegangen. Und deshalb stelle ich diesen Antrag als erstes zur Abstimmung. Und vor dieser Abstimmung wird das Wort gewünscht von Herrn Kollegen Schwert gemäß Paragraph 47 unserer Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Redezeit kurz zu dem Vorgang äußern, den wir heute spontan als ersten Tagesordnungspunkt behandeln. Gestern Nachmittag wurde ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung vorgelegt. Es ist völlig unverständlich, warum dieser Antrag so kurzfristig erfolgen musste. Die einzige Erklärung ist, dass Sie beinahe die Frist versäumt hätten, die der Landtag nach § 127 des Landesmediengesetzes NRW einzuhalten hat. Herr Kollege Schwert, darf ich Sie kurz unterbrechen? Der § 47, auf den Sie sich berufen, heißt Erklärung zur Abstimmung. Der gibt einen ganz schmalen Grad her, dass Sie sich zu Ihrem Abstimmungsverhalten, das gleich erfolgt, äußern und nicht eine Sachdebatte dazu führen. Bitte Sie, diese schmale Gratwanderung nicht zu verletzen. Hier wird heute, und das ohne Debatte, eine riesige Chance vertan. Es hätte die Möglichkeit gegeben, Vertreter der Netzgemeinde in die Medienkommission zu entsenden und damit Millionen von Internetnutzern in NRW eine Stimme zu geben. Es haben sich genug Gruppen aus dem Bereich der neuen Medien beworben. Man hätte den Chancen und Risiken des Wandels zur digitalen Informationsgesellschaft Rechnung tragen können. Aber das wollen Sie offensichtlich gar nicht. Sie haben hier einen billigen Deal gemacht, mit der CDU eine ganz große Koalition eingegangen. Herr Kollege Schwert, Sie ignorieren die Internetnutzer. Herr Kollege Schwert, ich habe Ihnen jetzt das Mikrofon ausgeschaltet, weil Sie nicht zuhören, wenn ich versuche, Sie zu unterbrechen. Ich habe Sie auf die engen Grenzen des Paragraphen 47, auf den Sie sich ausdrücklich berufen haben, eine Erklärung zu Ihrem eigenen Abstimmungsverhalten hingewiesen. Ich rede im Moment mit Herrn Kollegen Schwert. Was Sie machen, ist aber eine inhaltliche Debatte über das Verfahren zu führen. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, Ihr persönliches Abstimmungsverfahren zu benennen und zu erklären und nicht bitte wieder in die Sachdebatte einzusteigen. Okay. Wir haben hier auf dieser Liste mehrere Vertreter der Netzgemeinde. Und wir haben einen entsprechenden Wahlvorschlag vorgelegt, die entsprechend berücksichtigen. Es wäre durchaus möglich oder es wäre sogar angezeigt gewesen, davon einen zu berücksichtigen. So wie das hier läuft, ist das Spielchen unwürdig. Sie machen uns hier lächerlich mit diesem Vorgehen. Sie machen die Landesmedienanstalt damit lächerlich. Und Sie ziehen Ihr eigenes Gesetz damit ad absurdum. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine sehr klare und sehr eindeutige Geschäftsordnung. An vielen Stellen ist sie in der Tat interpretationsfähig und es ist für das sitzungsleitende Präsidium, für die sitzungsleitende Präsidentin oder den Präsidenten nicht immer einfach zu erkennen, ob die Möglichkeiten der einzelnen Paragraphen genutzt oder ausgenutzt, benutzt, instrumentalisiert werden. Ich sichere dem Parlament zu, dass wir genau diese persönliche Erklärung, die nach § 47 angemeldet waren, exemplarisch noch einmal benutzen werden, um mit den parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern darüber zu reden, ob wir an einzelnen Stellen, was die Frage persönlicher Erklärungen angeht, unsere Geschäftsordnung noch klarer zu fassen haben. Denn sonst treten immer wieder Situationen wie die eben erlebte hervor.